Hey, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin Christian Hinrichsen. Mein Thema ist die achtsame Kommunikation nach Marshall Rosenberg, bekannter auch unter dem Namen Gewaltfreie Kommunikation. Du befindest dich bei dem Einführungsseminar Teil 3 mit ein paar Beispielen zum Teil 2. Beim Teil 2 ging es um das Thema subjektive Wahrnehmung, Beobachtung auf der einen Seite und auf der anderen Seite unsere Interpretation, Schlussfolgerung, Bewertung. Man könnte auch interpretierbar noch mit einbeziehen. Und dafür möchte ich ein paar Beispiele bringen. Das klassische Beispiel, das hatte ich in der vorigen Situation schon, im vorigen Video schon, das war das unaufgeräumte Zimmer. Also sowas wie ein unaufgeräumtes Zimmer gibt es nicht. Was gibt es? Es gibt Menschen, die dieses Urteil unterschiedlich sehen. Für den einen ist es aufgeräumt, für den anderen ist es nicht aufgeräumt. Was es auf der Faktenebene gibt, sind Dinge, die da liegen. Da liegen zum Beispiel zwei Teller, da liegen Turnschuhe und vielleicht liegt auch noch ein Hemd auf dem Boden. Das bewertest du als vielleicht unaufgeräumt und der andere sagt, nö, das ist ordentlich. Okay, was gibt es noch für Beispiele? Nie hörst du mir zu. Ja, der Klassiker. In jeder Beziehung hören wir das wahrscheinlich irgendwann mal. Nie hörst du mir zu. Was ist denn dann die Faktenebene? Also wenn das sozusagen die Interpretation ist, die Bewertung ist von irgendetwas, was gerade konkret passiert ist. Ich schreibe das jetzt mal auf. Ja? Rot ist die Bewertung. Nie hörst du zu. Dann ist die Faktenebene, die schreibe ich blau. Könnte sein, ich habe gerade ein Gespräch mit dir angefangen und du hast nicht geantwortet und auf den Computer geschaut. Ja? Also wäre die Faktenebene dazu, Gespräch angefangen in den Computer geschaut. So, anderes Beispiel. Was bist du für ein Schlamper? Ja? Ich schreibe mal Schlamper hin. Die Faktenebene könnte sein, also wie gesagt, völlig willkürlich, könnte alles Mögliche sein. Die Faktenebene könnte sein, du hast mich gestern nach deiner Uhr gefragt und heute fragst du mich schon wieder nach der Uhr. Ja? Nach der Uhr gefragt. Weiteres Beispiel. Ich möchte mal, das sind so klassische jetzt Bewertungen, Interpretationen. Was vielleicht nicht so ganz offensichtlich ist, ist sowas wie, ich habe den Eindruck, dass du manchmal zum Fußballspielen gehst. Also ich denke, du gehst manchmal zum Fußballspielen. Ja? Und jetzt stell dir vor, jemand anders hört diesen Satz und der versteht unter manchmal, naja, so alle 2-3 Mal im Monat, ja, nee, andersrum, alle 2-3 Monate einmal, so, manchmal Fußball spielen, ja, und eigentlich geht er jede zweite Woche mindestens. Und die sind gerade miteinander in Konflikt und schon ist es ein aneinander vorbeireden und er sagt, stimmt doch überhaupt nicht, ich gehe alle 2-3 Monate, nein, ich gehe 2-mal im Monat zum Fußballspielen. Jetzt komme ich mit meinem eigenen Beispiel durcheinander. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Also manchmal ist interpretierbar, das ist die andere Seite. Ja? Es geht nicht nur darum, dass ich in eine Bewertung gehe und wirklich das abwertend meine, sondern es kann einfach auch einen Raum öffnen für Missverständnisse, weil jemand anders in diesem Wortchen manchmal was ganz anderes versteht, als was du meinst. Auch da wäre es eben sinnvoller, ja, zu sagen, was du wirklich meinst. Also, manchmal Fußball. Fußball.
Und die Faktenebene könnte sein, zweimal im Monat. Circa zweimal im Monat. Allgemein ist, dass es zu einem aneinander Vorbeireden führt. Was könnte noch für ein Beispiel sein? Ja? Es könnte sein, die Elfi hat mich nicht eingeladen zur Geburtstagsfeier. Da würden jetzt die meisten sagen, wo soll jetzt da eine Interpretation sein? Na, jetzt stell dir mal vor, dass die Elfi dich schon eingeladen hat und du es vergessen hast. Oder dass die Elfi dich schon eingeladen hat, der eine E-Mail geschickt hat und die in deinem Spam-Ordner gelandet ist. Also ich habe da gerade ganz konkret auch die Situation für meine Familienfreizeit mit einer Teilnehmerin, die mir was geschrieben hat und ich antworte ihr und die Mail kommt zurück im Spam gelandet. Und sie denkt, ich antworte ihr nicht. Klassiker. Ja? Also für sie, ich habe nicht reagiert. Ist aber eine Interpretation. Der Fakt wäre, die Einladung oder meine Antwort ist bei ihr nicht angekommen. Also wäre so eine Antwort, bei mir ist die Antwort, ist die E-Mail eben nicht angekommen oder bei mir ist eine Antwort nicht angekommen. Also wir waren da Elfi, glaube ich, ne? Nicht eingeladen. Nicht erhalten könnte das Gegenüber sein, der Fakt, oder ich kann mich nicht erinnern, könnte der Fakt sein. Was auch immer, ja? Also da könnte man jetzt unterschiedliche Fakten überlegen, was dahinter sein könnte. Ich schreibe mal nicht erhalten. Vielleicht ist das an diesen Beispielen, gerade den letzten beiden Beispielen, besonders deutlich, dass es schon ganz schön knifflig ist, auch manchmal wirklich die subjektive Wahrnehmung, die Beobachtung zu unterscheiden von der möglichen Interpretation, Schlussfolgerung oder auch, dass der Begriff, den ich verwendet habe, die Art und Weise, wie ich mich ausgedrückt habe, einen ganz großen Interpretationsspielraum lässt, was damit gemeint sein könnte. Und ich denke, dass wir häufig in dieser Versuchung sind, Dinge sehr vage auszudrücken und dass sie sehr, sehr viel Spielraum lassen. Und es ist überhaupt nicht tragisch, wenn das passiert. Wenn wir in einem guten Miteinander sind, fragen wir in der Regel nach, etc. Kritisch ist es immer dann, wenn nicht wirklich eine wohlwollende Haltung füreinander da ist, wenn schon irgendwas ein bisschen angespannt ist, dann sind solche kleinen Unterschiede oft entscheidend. Ja, meine Einladung, lass dir diese Beispiele durch den Kopf gehen, nimm dir einen Zettel Papier und schreib dir eigene Beispiele auf, wo da Interpretationen in deinem Leben auftauchen und suche die Fakten dahinter. Danke, mein Name ist Christian Hinrichsen.